So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich durchsuche Truhen bei Sweetie Sands oder Retail Row. Und dazu kann ich wieder nur sagen, guckt euch mein Video an, was die Tipps betrifft, nämlich erkundet erst die Map, dass ihr alle Namen von den Städten habt. Weil wahrscheinlich guckt ihr hier das Video gerade, weil ihr es eben noch nicht gemacht habt. Weil es ist natürlich einfacher, wenn man weiß, wo man hinfliegen muss, anstatt zu einem Fragezeichen. Und dann, toll, falscher Ort. So, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit, wenn du noch kein Abonnent bist. Ich dir aber schon öfters helfen konnte oder sogar jetzt mit dem Video helfen kann. Lass doch gerne ein Abo da, kostet dich nichts, unterstützt mich und du weißt ja, Support ist kein Mord. Und natürlich erweitert sich unten der PaySafe-Code noch. Alle 10 Abonnenten, wie gesagt, kommt eine Zahl hinzu. Unten in der Videobeschreibung ist noch ein Video extra gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich dann noch genau erkläre, wie das mit dem Code genau funktioniert. So, jetzt gucken, wo müssen wir hin? Sweetie Sands ist beim Gegner. Ist schon mal schlecht. Also, entweder halt hier hin oder, wie bei uns jetzt in dem Fall, gehen wir hier hin. Also hier ist Retail Row, hier ist Sweetie Sands. So, wir gehen natürlich zu Retail, weil es natürlich auf unserer Seite ist. Müsst halt gucken, wie ihr gerade fliegt. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier nicht so viele runterkommen. Ja, doch. Zwei gehen definitiv mit. Ja, wäre schön, wenn ihr abbrechen würde. Dann wären nämlich alle Kisten mir. Aber wir gehen mal direkt hinten hin. Oder gehen wir vorne hin. Ja, drei Leute gehen mit mir. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Ja, die sind aber weiter unten, also gehen wir hinten hin. Ja, die Kiste oben haben wir schon mal nicht. Unten ist ja safe eine. So, da haben wir schon mal Kiste Nummer 1. Dartscheibe, extra für Standardskill. So, oben hören wir schon die nächste Kiste. Gerade gucken, ob hier eine drin ist. Ne. Hier haben wir dann schon Kiste Nummer 2. Ja, Loot lässt sich auch mal sehen. Immer schön alles aufmachen. Gibt EP. Vergesst das nicht. So. Dann gucken wir gerade mal, ob hinten... Ist der LKW noch da? Ne, hier war das nicht. Ne, der LKW ist nicht mehr da. Also es ist nicht ganz genau wie das alte Retail. Dieser Ruckler, ich krieg ja einen Anfall damit. So, hier ist schon mal nichts mehr. Hier höre ich jetzt gerade auch nichts mehr. Ah doch, hier ist über mir eine. Also ich weiß nicht, den Rocket Launcher haben wir jetzt schon öfters bekommen. So. Ja, hier ist noch eine. Ich wusste es doch. Oh, Plündermedaille. Ah, 4 Truhen. Okay. So, da haben wir schon die nächste Kiste. Gut, ich muss auch dabei sagen, wir haben gerade ziemlich viel Glück, was Kisten betrifft. Warte mal, hier die Farm, also ich mag es einfach nicht. Ich mag keine Salvenwaffen. Ah, hier haben wir die Kiste auch noch. Ach, hier die. Doch, ist dann immer noch wie vorher die Map. So, hoffen wir, dass im LKW noch einer drin ist. Dann haben wir. Ja. Ihr habt es gesehen, wenn ihr hinten das Gebäude für euch alleine habt, habt ihr ganz easy eure 7 Kisten. Ihr seht, Ziel erfüllt, 14.000 EP, Aufgabe geschafft. Wie lange geht das Video jetzt? 4,5 Minuten. Also eine ganz einfache Geschichte, würde ich sagen. Und dann würde ich auch sagen, war es das auch schon mit dem Video. Ihr habt ja gesehen, 7 Kisten, landet einfach hinten im Gebäude. Im Hauptgebäude, sage ich jetzt mal, wenn die Flugroute es natürlich zulässt. Bei mir war das natürlich Glück, da ich auch nur 3 Leute sind mit mir geflogen.
Und dann würde ich sagen, war es das halt schon damit. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen, Kommentar da lassen. Würde mich natürlich über alles freuen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe.